Möchtest du ihn rausrufen? Bevor man das macht, möchte man sich da mit Rodrigo und Brindigian kurz schließen. Ich Also glaube nicht, Kasim dass kommt. Rodrigo dir da irgendwie helfen kann. Als Leiter der Expedition möchte man ihn trotzdem fragen, ob man ein gewaltiges Feuerviech jetzt rufen darf. Ich glaube, wir spielen Sollte. dann vorher noch Wascha und Rodrigo aus. Die hatten nämlich auch irgendwas, was sie sagen wollten. Ja. Gut. Achso, ich glaube, Scuffy ist gerade schon übergesprungen dazu, dass unser Gespräch da leider geendet hat, weil alle anderen immer weitermachen und wir nicht wieder zurückspringen wollen. Ja, und ich dachte, Ja, es wäre jetzt schon ein irgendwann paar im Tage Lauf. um, Irg deswegen. nee, nee, also wir können meinetwegen immer noch am ersten Tag sein. Ich wollte nur einfach beschreiben, wie es die nächsten paar Tage schon aussieht, weil es nicht besser wird. Es Stimmt. wechselt sich einfach immer ab. Ja, ihr könnt immer noch eher gerne am nächsten, an diesem Tag sein. Also rauf, runter, so ist es halt in den Bergen. Andrew, habt ihr schon viel Erfahrung mit Frauen gemacht? Noch keine. Ich habe mich bisher mein Leben lang immer auf meine Aufgaben und meine Verpflichtungen, meinen Auftraggeber konzentriert. Wirklich? Ja. Ihr seid aber ein, ja, wenn ich das so sagen darf, ein schöner Mann. Ich bin auch bis vor einigen Monaten noch nie offen rumgelaufen in meinem Leben, außer zu Hause. Was meint ihr mit offen? Voll verschleiert. Also habt ihr noch nie der Reihe gefrönt, so wie, naja, es die Menschen tun? Naja, ich habe wohl schon mal selbst Hand angelegt, aber da wird Jetzt es guckt man rot die einfach dabei. verstört an. Aber ich habe mich immer auf andere Dinge, wie gesagt, konzentriert in meinem Leben. Mein Training, meine Aufgaben, den Kampf, ja. Mein Vater hat es mir immer verboten. Er hat sehr streng über mich gewacht. Und sobald Männer mir zu nahe kamen, naja, einmal ist er sogar mit dem Messerwerf aus unserer Gruppe auf ihn losgegangen. Das war nicht so gut. Das verstehe ich nicht. Naja, ich sag mal so, wir haben hinter einem unserer Wagen gestanden und ein bisschen geknutscht. Und mein Vater kam um die Ecke, brüllte Washa Yalachanan und naja, der arme Wicht hat schon ein Messer neben seinem Fuß gehabt. Und dann ist Okay. er schnell weggelaufen. Ja, der Vater hat bestimmt erwartet, dass er sich da wenigstens irgendwie stellt und dann dazu steht oder sowas, ne? Naja, also ich meine, wie würdet ihr reagieren, wenn man mit Messern auf euch wirft? So wie ich immer reagiere. Schild vorhalten und ja, vorwärts. Ihr haltet den Schild, während ihr eine Frau küsst? Ja gut, okay, ich gebe zu. Dann muss man schnell den Schild ziehen. Du hast recht, natürlich vollkommen recht. Aber soll ich was sagen? Und so ein bisschen näher an dich rantreten, so ein bisschen an deine Brust mit dem Kopf. Ich wäre deutlich kleiner als du, ne? Wie groß bist du? Nur 1,85. Ich bin trotzdem fast 10 cm kleiner. Das hat mir gefallen. Wird knallrot und geht ganz schnell weg von dir. Ja. Okay. Er wird auch knallrot, weiß anscheinend nicht, was er sagen soll, stammelt noch so ein paar Worte, tritt mit dem Fuß so ein bisschen in den matschigen Boden. Plätsch, plätsch. Ja. Ich glaube, ich muss mich nochmal um eine organisatorischen Dinge kümmern. Der sieht schon ein paar Schritte weiter von dir und guckt nochmal so ein bisschen über die Schulter, immer noch rot im Gesicht und grinst dich aber sehr nett an. Ja, war schön. Man sieht, wie die Hose einmal zurecht rückt und dann sich umdreht. Und dann ein wenig gebückter, fast schon wie ein Klappmesser, so ein wenig läuft. Um nicht jedem zu zeigen, dass er gerade mit einer Beule in der Hose rumrennt und setzt sich dann erstmal irgendwo hin, dass es erstmal nicht so auffällt. Wascha flüchtet erstmal Richtung Knappin. Die ist ja gerade so ein bisschen die einzig mit weibliche Begleitung, die man da hat, mit der man über sowas reden könnte und Borgworm kommt fängt an gerade zu an verschwinden. Rodrigo vorbei, gehumpelt. Die kann ich ja auch absägen. Das ist nicht notwendig. Das geht doch von alleine wieder weg. Alles klar. Muss sich dafür nicht schämen, Junge. Wir sind alle nur Männer. Ja, das glaube ich auch. Hast du das gesehen? Miri, hast du das gesehen?
Was denn? Das mit Rondrigo? Sie schaut einmal nach hinten, stützt sich dabei weiter auf Jalan. Ja, ich hab's gesehen. Guck mal, Jalan. Lass den armen Mann doch in Frieden. Aber er hat einen Steif. Ja, lass ihn doch. Ist ja nicht so, als wärst du nicht selber an deinem Anteil an solchen Phänomenen beteiligt gewesen, meinst du nicht? Was? Ich hab das noch nie gemacht. Ach Quatsch, noch nie? Nein. Mein Vater hat mir das verboten. Hast du noch nie mit einem Mann Reiher Dinge vollführt? Du kennst doch Jalan, also vielleicht noch nicht so lange wie ich, aber... Nein. Schade, ich hab gedacht, du könntest mir ein paar Ratschläge geben. Nee. Also ich habe mich mal so an den einen oder anderen mal rangekuschelt, so Ragnar, das ist der krank war. Da als es kalt war, da kuschelt man halt mit denen und so, aber ich kenne das halt, dass die Männer einen Steifen kriegen, aber nein, ausgepackt habe ich die noch nicht gesehen. Also doch den von Ephadaios mal. Warum? Ich weiß es nicht. Der war total eklig. Der kam dann so am ersten Tag bereits und ich war dann gerade so baden und dann kam er in den Fluss dazu. Hat sich ausgezogen. Aber ist doch klar, dass man beim Baden nackt ist. Ja, aber... Ich weiß nicht, ich habe ihn wohl erregt. Aber das ist doch ein... Also ich hörte mal, dass es ein Kompliment ist, wenn die... Naja, wenn die so stehen. Wenn die so hängen, dann nicht. Ja. Hm. Aber wie gesagt, mein Vater hat mir das verboten und ich experimentiere Dein ein Vater bisschen. Auch? Mein Vater hat mir das auch verboten. Und mit gutem Recht, wenn du dich erinnerst. Wir müssen noch mal mit Elikara sprechen, jetzt, wenn wir abzogen, wie rasten. Vielleicht hat ihr Vater das auch verboten. Vielleicht. Aber ich meine, hier sind sie ja nicht. Ich meine, hier sind wir ganz auf uns allein gestellt. Wenn ich daran denke, dass wir hier vielleicht bald alle draufgehen. Guck nur mal zu Rodrigo rüber. Mein Vater hat gesagt, das tut weh. Deswegen mache ich das. Wirklich? Ja, ich soll warten, bis ich im Traviawund bin und dann tut das nicht weh, hat er gesagt. Ja, was er meinte war, dass er dich grün und blau schlägt, wenn er dich erwischt. Aber Jalan, du hast doch bestimmt schon mal mit sowas gemacht. Das tut genau, doch nicht Jalan, weh, oder? Erzähl du doch mal. Wie viele Frauen hattest du denn schon? Ich weiß nicht, erzähl du doch mal, warum du mit einem verarmten Ritter durch die Lande reist, anstatt im Trallop an der Knappenschule zu sitzen. Jetzt lenk doch nicht vom Thema ab, Jalan, jetzt erzähl uns mal von deiner Aber Erfahrung. Was war denn mit der einen, die du da in Garret kennengelernt hast? Genau, was war der mit der einen? Die war geweiht, die zählt nicht. Ich hab das doch genau gesehen. Was, du hast dabei zugeschaut? Nein, wie er mit der am Tisch saß, in Garret, kurz bevor wir auf die anderen getroffen sind. Und dann? Herrin im Himmel nochmal! Könnt ihr über was anderes reden? Nein, ich möchte jetzt wissen, was da los war. Gar nichts. Würfel mal Selbstbeherrschung. Sekunde erschwert? Nee. Nee, du hast nur gesenkt Attribut, das erledigst du von alleine. Stimmt. Gesenkt mit Wert, den du in Feind hast. Ja, dann wirst du nicht rot. Boah, da schaut dich wie ein kleines Mädchen an, was quasi gerade so ein Weihnachtsmann auf dem Schoß hüpft und strahlt dich auch an und will unbedingt mehr erfahren. Nun sag doch mal. Frau, geht euch nichts an. Ich will nur wissen, ob's weh tut. Nein. Aber Brindigian, habt ihr schon mal mit einer Frau was gehabt? Ja, natürlich. Ich hatte ein langes Studium. Sich nach harten Lernstunden sich auch mal die Zeit vertreiben, nicht wahr? Und haben die Frauen gesagt, dass es ihnen wehgetan hat? Also bisher noch nicht, nein. Das hätte ich aber auch nicht gut gefunden. Ja, und dann hätten sie doch nicht wieder gemacht. In Sinoda oder wo war das? Ja, das war in Sinoda und auch vorher schon in Tutsak. Ach, in Tutsak auch. Also habt ihr schon viele Frauen gehabt? Ah, ich habe keine Liste gemacht. Das gehört sich auch nicht, jetzt meine Frauengeschichten aufzuzählen. Wisst ihr noch alle Namen? Natürlich. Dann zählt sie doch mal auf. Nein, nein. Ich will doch nicht ihr habt sie vergessen. Geschichten über andere erzählen. Ihr habt ich glaube, sie vergessen. Hat sie vergessen.
Ich habe mal gehört, dass man sowas nicht rausplaudern soll. Ich erzähle es ja nicht warum, aber ich halte mich daran. Aber ich kenne die doch gar nicht. Aber vielleicht lernst du sie mal kennen. Weißt du, was total pervers ist, Wascha? Das sind ja alles Bruderschwestern von ihm. Dabei schüttelt sie sich einmal so ein bisschen. Kasim, der die ganze Zeit stumm neben Predicean gelaufen ist, dreht sich mal rüber. Für meinen Geschmack sind in dieser Diskussion zu viele. Ich habe mal gehört. Ja, dann erzählt ihr doch mal, Kasim, wenn ihr da mehr Erfahrung habt. Was? Naja, wenn ihr es nicht gehört habt, sondern selbst erlebt habt, dann müsst ihr doch bestimmt viel Ahnung haben. Ich habe nicht gesagt, dass ich das selbst schon erlebt habe. Also Ragnar hat mir mal erzählt, dass ihr mit den Orks geschlafen habt. Was? Ja, hat mir Ragnar mal erzählt. Ich hab gehört, die Orks, die sind ganz brutal und die machen immer ganz schlimme Sachen mit Frauen. Ragnar sagte mal, er hat euch irgendwie aus so einer Zelle befreit und da waren halt nur Orks, hat er gesagt. Die Orks haben mich gefangen genommen, um meine magische Expertise für ihren Herrn zu stehlen. Machen sie aber auf eine komische Art und Weise. Also. Sie haben nichts derartiges getan. Man erkennt, dass Ragnar lügt daran, dass sein Mund offen steht. Also fassen wir nochmal zusammen, der Einzige, der wirklich Erfahrung hat und nicht vom Hörensagen, ist Brindigian. Auch wenn er es auch nicht belegen kann. Und Ephadaios? Ach, Kasim, ich krieg doch nicht Brief und Siegel für so etwas. Also die Namen, die erste, ich glaube, ihr Name war Leonore. Dann kam die Boronike, Metale, Nemaka, Felina. Seht ihr, Brindigian, so geht das. Das hört gar nicht mehr auf. Ich glaube, ihre Schwester. Du, wenn die rauskriegen, dass er darüber erzählt. Da würde ich aber nicht gerne dabei sein. Vielleicht kann er als Geweihter mehr der Reihe freuen, als andere das machen. Also, wie viele waren es, Ephadaios? Ephadaios zählt an seinen Fingern. Ich habe gerade Stiefel an. Ich bräuchte. Ich brauche also noch eure Füße. Die Zehen Dann sagt ihr doch mal. Also, tut es den Frauen nicht weh? Nun, wenn es das erste Mal ist, dann tut es den Frauen häufig ein bisschen weh. Oh. Ich mach das nie. Dann will ich das nie machen. Das ist nur beim ersten Mal. Danach gefällt es den Leuten ja gut. So stehen aber ja auch Kinder und habt doch mal sicher auf dem Bauernhof gesehen, wie viele Belger da rumlaufen können. Macht den Frauen schon Spaß. Ich glaube, wenn es nur beim ersten Mal weh tut, ist das nicht so schlimm. Ich meine, man hat ja auch als Frau mit anderen Schmerzen zu kämpfen, nicht wahr? Man guckt nochmal so knapp hinüber. Ja, aber ich suche mir das ja nicht aus. Also ich gehe ja jetzt nicht zu einem anderen Ritter hin und sage, er soll mir mal 5-mal auf den Kopf hauen. Dann tut das natürlich weh. Aber das passiert halt, wenn ich dich wegtauche. Ich glaube, ich muss da mit Hondrigo nochmal drüber sprechen. Kasim, schaut mal zu Myria. Ich glaube, sie hat nicht diese Schmerzen gemeint. Nein. Ja, es wäre schon eine Verschwendung, wenn ihr eure gottgegebenen Gaben nicht nutzen würdet, Myria. Myria, wir können das ja auch erst zusammen ausprobieren, ob das wehtut, und dann gucken wir, ob das mit einem Mann anders wäre. Naja, meine von Gott gegebenen, also von Praios gegebenen Gaben sind, ich bin adelig. Das kann ich hier nicht nutzen. Genauso wie Jalan das nicht nutzen kann. Man ist immer adelig, egal wo man ist, Myria. Das solltest du mittlerweile gelernt haben. Der Unterschied ist nur, dass es euch hier nichts nutzt. Der Adlige ist egal, wo er ist, dem Gemeinen über. Man betrachtet Myria mal mit einer sexuellen Neugier, die die Männer wahrscheinlich das erste Mal bei Warscheiß in den Augen sehen. Die Kasim wahrscheinlich nicht mal auffällt. Warte, ich würfel kurz auf Gefühlskälte. Ja, beim Tanzen vielleicht. Ja, da habe ich Gefühlskälte gekrittet, das ist ihm egal. Stimmt. Es fällt ihm sogar auf. Er ignoriert es aber. Ja. Geht mir auch so, Kasim. Diese Jungblüter, da muss man zu viel Energie reinstecken. Die wissen ja gar nicht, wie es geht. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Einfach aus den Augen werden riesig. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr noch nicht einmal der Neugier wegen? Ja.
Ich habe ziemlich unterschiedliche Magierschulen, was? Ja, Magister Brandigian so ansehe, was der schon erlebt hat. Ich hatte nie das Bedürfnis danach. Also in Gareth wird sowas nicht geben. Da herrschen Zucht und Ordnung in der Schule, hat man mir gesagt. Aber ich meine, die Göttin Raya gehört doch irgendwie dazu. Das sind ja auch noch so viele andere Dinge als das. Die Göttin Travia auch. Wir haben uns damals. Raya und Travia sind nochmal was? Massiert oder auch mal ein Weinchen getrunken, obwohl wir noch ganz jung waren. Das war auch toll. Kasim schaut mal zu anderen. Raya und Travia sind nochmal was? Göttin. Ja, das weiß ich. Warum fragt ihr dann? Präziser. Euer Gnaden, Ephadaios, möchtet ihr nicht eine Predigt halten? Was Ephad ist, für was Ephad steht, weiß ich. Nun, Kasim, Magister Kasim, es wundert mich, dass ihr euch weiter damit auseinandergesetzt habt. Die göttliche Hesinde kennt ihr doch aber, oder? Ja, sie ist die Herrin der Magie und die Hüterin der sechs Elemente und des Gleichgewichts zwischen diesen. Feyarion, der Halbelf, sein Holzschiern, die er sich wieder gebaut hat, oder diese eher Schneeschuhe, könnte man fast sagen, ist also ungefähr 30 cm über Kasim, geht dann irgendwann neben ihm. Naja, ich kann es euch auch zeigen, wenn ihr wollt. Also später mal mit den Göttern und auch mit dem Thema Geschlechtsverkehr. Was? Naja, später. Also echtes Unverständnis in seinen Augen. Also nicht dieses, ich ignoriere das, sondern er hat keine Ahnung. Also, wenn ihr wollt und wenn Ephadaios euch das nicht erklären kann, dann komme ich später mal am Abend zu euch und kann euch die Götter etwas näher bringen. Hä? Wieso hä? Ich erzähle euch etwas über die Götter, über alle 12 oder über die Halbgötter, wenn ihr noch etwas über die wissen wollt, und dann... Er legt dir so ein bisschen die Hand auf deine Schulter. Streicht einmal leicht über deine Robe. Ja, die Schulter ist kalt. Wie der Rest deines Körpers. Kälter, als er eigentlich sein sollte. Oh, mir ist so warm. Das ist ja schön, dass ihr so kalt seid. Hm. Seine Hand bleibt auf der Schulter. Geht deswegen trotzdem weiter. Ephadaios wird mal ein... Ja. Ein hilfesuchender Blick zugeworfen, so nach dem Motto, was will der von mir? Ich habe das Gefühl, unser Begleiter hier möchte euch die Dinge zeigen. Nun, manche Sachen versteht man besser, wenn man sie selbst einmal ausprobiert. Ja, prinzipiell wäre das auch gar keine so schlechte Idee. Nur man schaut mal ihm runter, technisch gesehen ist er keine Frau. Natürlich bin ich keine Frau. Was? Er streicht sich einmal über seine perfekten Haare und dann reibt er sich wieder über den Bauch. Kasim, da habt ihr recht. Die Göttin Travia wird in diesem Fall nicht geehrt. Aber Raya, durchaus. Und schließlich ist es das Bestreben jedes göttergefälligen Menschen, allen Göttern zu gefallen. Nicht wahr? Ja, so wie ich geboren bin, habe ich es mit Praios schon verkackt. Da kann ich es ja mit Travia auch noch verkacken. Wofür steht Travia jetzt nochmal? Auch der Herr Praios blickt wohlwollend auf euch herab, wenn ihr eure Gaben zu seinem Sinne einsetzt. Travia? Die Göttin Travia für die Hauswirtschaft. Gutes Essen. Gastfreundlichkeit. Familie. Ihr Symbol ist die Gans. Und so läuft er neben dir hinterher oder neben dir und erzählt dir ein bisschen was, während ihr durch diesen Schlamm tapert, lernt dich ein bisschen weiter kennen. Wie gesagt, weil ihr Symbol ist die Gans, sagt Kasim lecker. Habe ich gehört. In den nächsten Tagen sind alle Talentproben, die Wascher erledigt, um 6 Punkte erschwert, weil du Eitelkeit hast. Kasim, der es mit seinem Geruchssinn leider nicht so hat, stinkt besonders, und während die anderen sich ganz grob waschen können, je nachdem wie das Wasser dann von der Qualität her ist, können sie sich leicht reinigen. Kasim ist das egal, wie gesagt, er riecht nichts. Deine Charisma-Wert, aber voller Matsch ist er trotzdem. Dein Charisma-Wert ist um
2 Punkte gesenkt, während du dich hier im maraskanischen Dschungel nicht duscht. Geil, was dann heißt duschen, minus also 6. Reinigen. Was, du bist bei minus 6? Ja, weil das Mückenmittel ja auch noch da ist. Gibt ja auch minus 4 Charisma. Was hast du denn für einen Charisma-Wert? 14. 14, achso, minus 6, okay. Ich dachte, der Modifikator. Ja, so. Der Modifikator, Alter. Ja. Ich dachte, dein Charisma-Wert ist negativ. Okay. Ja, er hätte so viel Charisma wie sozusagen irgendwie Bauer Alrik, der sich auch nicht wäscht. Frage an Ephadaios. Möchtest du hier irgendwas angeln, wenn die Chance dazu gekommen ist? Ja. Was denn? Würfel mal eine Fischen-Angeln-Probe, sie ist erschwert um 5 Punkte. Okay. Sonst, wenn du 3-4 Fische aus dem Wasser ziehst und sie dir erstmal anschaust, bevor du sie irgendwie versuchen würdest zu essen. Ja, natürlich. Wie ist das? Also ist das hier noch im Sumpf oder? Einfach erschwert um 5 Punkte für sumpfig, für matschig. An der einen oder anderen Stelle findest du auch vielleicht sowas wie einen kleinen Gebirgsbach oder See und da könntest du es dann nochmal versuchen. Wie gesagt, wir handeln die nächsten folgenden Tage mal so ein bisschen ab und dann. Gut, dann findest du auf alle Fälle hier zumindest was in dieser bergigen Region und du bekommst keine 5 Punkte Erschwernis auf deine Proben, denn. Ja, du hast eine Nahrungsrestriktion, beziehungsweise du würdest gerne Fisch essen oder effortgefällige Dinge. Und wenn du das nicht durchhalten kannst, dann wird alles um 5 Punkte erschwert. Das ist aber in diesen Tagen nicht der Fall. Also jetzt eine repräsentative Probe, die ist dir gelungen. In den nächsten paar Tagen, während ihr herumspaziert, könnt ihr auch bemerken, dass eure Haare, sich wieder entfärben. Also das dauert so ungefähr 6 Tage, dann wird das wieder rausgehen. Aber bei Daios bleibt die Barthaare bleiben immer noch bunt gefärbt. Und Rodrigo ist klar, dass wenn sich das nicht entfärbt in den nächsten paar Tagen, eine Infiltration eines solchen Lagers ist unmöglich, wenn seine Barthaare weiterhin so bunt schillen. Abends am Lagerfeuer dann sozusagen. Rodrigo lässt sich irgendwie. Oh, ich hoffe, wir kriegen nicht diese blaue Scheiße. Ephadaios, mein Freund. Dein Bart, wenn wir das Lager infiltrieren wollen, muss der ab oder zumindest nicht mehr bunt sein. Na, dieses Braun, das gefällt mir eh nicht. Soll ich es rauswaschen oder wie meinst du das? Ja, versuch mal rauszuwaschen. Ich meine, wenn es nicht geht, wir dürfen ja nicht irgendwie bunt rumlaufen. Wenn wir uns als Hafarias ausgeben wollen, das Lager zu infiltrieren, das Dorium vielleicht zu klauen und noch ein paar von den Typen hier irgendwie von diesen Dämonenanbetern da zu erschlagen, wenn wir können, dann wäre es gut, wenn keiner irgendwie so bunt rumläuft wie eben die Leute, die ja hier sozusagen die offenen Feinde sind, die Maraskaner. Ja. Wir müssen uns ja anpassen. Also ich meine, du hast noch ein paar Tage Zeit, versuch mal immer so ein bisschen, vielleicht geht's dann ja weg. Ich hätte gerne irgendwie eine schöne Farbe bekommen, weil hier dieses Braun, ich hätte gedacht, dass du mehr Blau bekommst, als das Zeug reingemacht hast. Ich hätte gedacht, dass du mehr Blau bekommen, aber das ist ja umgeschlagen irgendwie. Ja, ich werde es versuchen auszuwischen, hast recht. Naja. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, falls du es irgendwie nicht so siehst, weil einen Spiegel habe ich hier noch nicht gesehen, irgendwo oder einen Spiegel in der Oberfläche. Rodrigo? Ja, was denn? Ich werde nachher noch einmal mit Schalgatur sprechen, ob er noch etwas länger verweilt. Wie sieht's eigentlich aus mit deiner Kraft? Kannst du hier theoretisch einfach auch einen neuen rufen, wenn wir jetzt hier... Nicht im Ansatz. Okay, ich verstehe. Du fühlst dich also genauso, wie ich mich auch fühle, richtig wie ein Wolf gedreht, richtig? Er nickt. Ja, so eine Herbeirufung eines Elementars ist das Kraftraubendste, was ich beherrsche. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch einen Menschen niederstrecken könnte. Kasim, würfel mal bitte betören. Sie ist erschwert um deine Nachteile, falls du welche hast. Also, falls du immer noch welche hast. Und Fähigkeit für X oder so. Die Unfähigkeit ist ja nur eine Steigerungsschwierigkeit. Dafür müsste ich betören haben. Von was darf man betören denn ableiten? Kannst du überreden plus 5 machen. Ich habe überreden auf 4. Mach mal eine plus 5 rein. Abends geht Rodrigo dann mal zu Washer. Washer, vielleicht kannst du mir noch ein wenig tanzen zeigen. Das sieht bei dir so gut aus und ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich das irgendwie so hinbekomme. Bei mir kommt das irgendwie immer so abgehackt rüber.
Ich nehme an, das Betören ist für dich um die 2 Punkte Gefühlskälte erschwert. Ja, hau auch nochmal rein. Das sollten wir vielleicht aber etwas abseits machen, wenn es dir nicht so angenehm ist, wenn ich die anderen sehen. Ja, ich glaube schon, dass es nicht jeder sehen sollte. Ich komm bin mit. Mir ganz sicher, es heißt immer so, als ja, komm mit. Ja, ich nehme dich einfach an der Hand und zieh dich hinterher. Ja, ich glaube, dass man immer als Führungspersönlichkeit, so heißt es irgendwie, wenn man irgendwie so Anführer ist oder jetzt hier Offizier ist, darf man, glaube ich, keine Gefühle oder sowas zeigen. Ich bin mir immer ganz unsicher, wie das genau funktioniert. Ich kenne da nur so ein paar Sprüche von. Kannst du ja Kasim fragen, wie das geht. Ach, und Rico, ich glaube, die Leute respektieren euch sehr als Führer. Ich meine, ich habe euch kennengelernt und wusste sofort, ihr habt hier das Sagen. Warte noch auf die Probe von Kasim. Ja, gibt Feudalsystem Lehensherrschaft bzw. städtisches Nein. Leben bei Weltfremd auch noch Nein. im Malus? Nein. Dann nur bei plus 7. Jo, hau rein. Ja, minus 11. keiner, mit Ausnahme dieses Halbelfen, hat Lust, sich mit dir zu unterhalten. Bist dir nicht ganz sicher, woran es liegt. Aber alle ignorieren dich und immer nur, wenn du irgendwas hast, wo du dann zu Rodrigo gehst oder zu Pritigian oder so, dann unterhalten sie sich kurz mit dir. Du siehst aber ihre angewiderten Blicke und sie drehen sich dann auch immer leicht von dir weg oder ziehen im Schleier höher. Dann sagt Rodrigo noch zu ihm, währenddessen Washington gerade weg, Sekunde. Kasim, legt ihm die Hand auf die Schulter. Wasch dich mal bitte, der Geruch ist ziemlich, ziemlich hart. Boah. Wasch dich mal. Der Schweißgeruch und dieser ganze Scheiß, der hier überall in der Luft liegt, der hat ziemlich zugesetzt. Mach das mal. Oh, das. Du schaffst das schon. Rodrigo macht mir so einen Schritt zurück. Man sieht richtig, wie er sozusagen die Beherrschung behalten muss, um nicht jetzt hier irgendwie zu würgen. Und dann geht der Washer hinterher und folgt ihrer Hand, die ihn führt. Finden wir irgendwo ein schönes Plätzchen? Klar. Ja. Uns auch nicht jeder sieht. Ja, also ihr seid gerade irgendwie, ich fokussiere euch gleich nochmal, wenn ihr wollt, und kann die Strecke hinzeigen, aber ihr seid gerade auf so einer schönen Bergkuppe und habt euch jetzt gerade oben neben so ein paar Kakteen niedergelassen. Die Sonne geht gerade unter, es hat auch schon geregnet, sodass ihr eure Schläuche auffüllen konntet. Und jetzt mit der untergehenden Sonne könnt ihr auf so einem kleinen Felsplateau etwas tanzen. Wie schön. Erstmal würde ich natürlich versuchen, das ganz normal dir irgendwas zu zeigen und mit der Zeit auch ein bisschen mehr auf Tuchfühlung gehen. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wenn du öfter mal bei Ptolemien unterwegs warst oder auch öfter mal Gaukler beobachtet hast, dass die da nicht so zimperlich sind. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen, als Das scheint Forscher irgendwie nicht zu kennen. Er scheint dich anzuschauen und du erkennst, dass er dann auch irgendwie nach kurzer Zeit dann doch irgendwie wieder das Problem hat, dass er ziemlich geil wird und dann irgendwie sich irgendwie etwas hakelig bewegt. Das geht ziemlich schwer, so zu tanzen, wenn man etwas gelähmt ist im Schritt, habe ich das Gefühl. Ach, das ist ganz normal. Mach dir nichts draus. Und drück deine Hüfte einfach an die eigene, als würde es einen überhaupt nicht stören. Okay, und wie mache ich jetzt? Mache ich jetzt so und er probiert einfach mal ein wenig herum. Was würfel ich denn da, lehren oder tanzen? Oder du würfelst eine Lehrenprobe und Rodrigo eine Tanzenprobe. Die Gesinge, du siehst, dass dieser Stein, den Rodrigo um den Hals trägt, einen widerlichen, bestialischen Gestank auch verbreitet. Den hat hier jeder um den Hals hängen. Und, außer mir. Genau, außer dir. Ja. Und du merkst aber auch immer, wenn du in Rodrigos Nähe bist, dieser Gestank hält auch die Mücken fern. Also du hast ganz viele Mücken in deiner Nähe und nur in Rodrigos oder in der Nähe von diesem Stein, wo es stinkt, sind die Mücken nicht. Auch wenn die mit dir anscheinend ja nichts anhaben, offensichtlich. Also gestochen wird sie auch das eine oder andere Mal, aber sie schwillt halt nicht an und wird rot. Genau. Sie kann das ignorieren. Okay. Ja, Lehrenprobe. Ja, das Lehren ist ja noch nicht drin, Frosty. Ach richtig, ja, dann würfel 3W20 und Lehren war auf 7, das weiß ich noch, damit du da dann den anderen was beibringen kannst. Genau. Kasim sucht sich derweil mal was zum Waschen. Möchtest du eine kleine Bergquelle nehmen? Du weißt ja von Bredigian, dass die besonders gesund sein sollen. Wenn die in Sichtweite vom Lager, wenn man den Feuerschein noch sehen kann, dann schon. Ja, wirst du finden. Ja, man macht nicht den Fehler und stellt den Stab irgendwie ins Wasser. Dann wäscht man sich, so gut es eben geht. 1W20 bitte. Ich habe die Lernprobe nicht geschafft, weil ich momentan noch minus 6 habe, hast du gesagt, über eine THW, ne? Ja. Oh, das fällt mir alles so schwer.
Ich danke dir. Ich glaube, etwas habe ich gelernt, aber ich muss dann nochmal. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal nicht mehr in einem Dschungel hocken, sollte ich mir nochmal vielleicht ein paar Tanzstunden von dir geben lassen. Kurze Frage, das Herausland aussieht, ist ja jetzt momentan nicht, weil wir so kacke aussehen, oder? Doch, die Punkte kriegst du natürlich immer angerechnet, weil du immer herausragend aussehend bist, aber dein Charisma ist trotzdem gesenkt. Okay. Ja, und unsere Gewandheit ist ja leider auch gesenkt, so deswegen. Ich würfel einfach mal, guck mal. Oh, guck mal, 3 Punkte noch vom Charisma Herausland immer aussehen. Noch auf 14. Achso, du hast nein, keine ich muss das jetzt noch abziehen. Ich habe das jetzt, ich habe das heute aber im Namen stehen. Ich habe das jetzt erstmal. Ich habe gerade versucht, das umzustellen, aber im Fantasy Grounds ging es irgendwie nicht. Ja, können wir uns gleich nochmal in der Pause angucken. Aber Charisma kriegst du doch gar keinen Minus. Sie hat doch keinen Insektenschutz vor sich. Keinen Insektenschutz, ja, ich weiß. Ja. Und sie hat auch keinen Geruchssinn, so wie Kasim. Dementsprechend keine Einschränkung. Ne? Hätte ich die Probe trotzdem geschafft. Mit genau, du hast sogar vergessen, die minus 3 einzutragen für dein herausragendes Aussehen. Also ja. Sprich, dann bis bei ja, gelingt also. Ja, dann fühl dich betört. Andrige versucht das mal ein wenig zu erwidern und schafft's auch mit 5 Punkten übrig. Hätte auch herausragendes Aussehen, habe ich auch nicht eingetragen jetzt gerade.